Guten Morgen! Mädchen sind grundsätzlich viel früher reifer als Jungs. Das ist ein Fakt. Ist das wirklich ein Fakt? Ist das wirklich ein naturgegebener Fakt, dass Mädchen im Durchschnitt schneller reifer sind als Jungs? Einzelfälle mal abgesehen, aber das ist unser Thema heute und darüber möchte ich mit euch reflektieren. Das ist nämlich einer der Punkte, der mir immer wieder sich in Frage stellt. Es wird immer, das ist typisch Frau, das ist typisch Mann. Und typisch Frau ist, dass sie eher reif ist, dass die Mädchen eher reif sind. Und ich komme immer mehr dazu, zu hinterfragen, was tatsächlich typisch männlich oder typisch fraulich ist. Und was die Unterschiede sind. Ob es sehr viele Unterschiede gibt, ob es wenig Unterschiede gibt. Und heute geht es um das Thema, warum oder sind Mädchen naturgegeben früher reifer als Jungs? Was passiert denn in der Entwicklung bei Mädchen und was passiert bei Jungs? Da gibt es drei Punkte, die ich ziemlich eklatant finde. Erstens, Mädchen werden im Gegensatz zu Jungs, wenn sie weinen, wird viel liebevoller begegnet. Jungs, die weinen, wird ganz häufig immer noch, ich erlebe das, wenn ich mal auf dem Spielplatz bin oder sowas, wenn Jungs weinen, ach das ist nicht so, ach das ist nicht so. Gerade wenn es oftmals selber der Papa ist, der auch so aufgewachsen ist. Ja. Es hat sich auf jeden Fall schon gebessert, aber es ist immer noch so, dass Jungs, die weinen, auch im Grundschulalter, dass sie ganz anders behandelt werden als Mädchen, die weinen. Jungs gelten irgendwie als das Stärkere, als die, dass sie stärker zu sein haben. Und das heißt, Mädchen können ihre Emotionen wirklich freilassen. Wenn sie traurig sind, dann können sie weinen. Wenn Jungs traurig sind, dann haben sie in dieser Gesellschaft nicht dasselbe Recht, wie kleine Mädchen zu weinen. Und das ist eine Sache, die natürlich die eigene Entwicklung hemmt. Es hemmt ungemein, wenn du deine Emotionen nicht rauslassen kannst. Wenn du irgendwas in dich reinfressen musst. Und das ist leider immer noch so. Punkt 1. Punkt 2. Mädchen haben die freie Wahl, sich auszudrücken mit ihrer Kleidung. Das können sagen, Mama, ich würde heute gerne ein Kleid tragen. Mama, ich würde heute gerne eine Hose tragen. Ja? Sie können aus dem ganzen Portfolio wählen, was sie wollen. Und Junge, kann theoretisch auch ein Kleid tragen, werden jetzt einige sagen. Klar, schickt mal einen Junge ein Kleid in eine Grundschule. So. Gerade wenn er die ganze Zeit noch Hosenfeuer getragen hat. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was da abgeht. Da geht es sogar so weit, dass die Lehrerin die Eltern anschreibt, sagt, was machen sie denn mit dem Jungen? Das können sie doch nicht machen. Na? Es ist einfach für einen Jungen nicht möglich. Nicht möglich, sich auszudrücken mit seiner Kleidung, was er gerne möchte. Und auch Kinder haben schon Wünsche und sagen, hey, ich würde gerne das und das und das. So. Und Jungs können einfach nicht sagen, ich möchte ein Kleid tragen, weil darüber gelacht wird. Und das ist halt einfach extrem schade. Und das hemmt. Das hemmt natürlich, wenn man sich nicht durch die Kleidung ausdrücken kann. Das hemmt ungemein. Zweiter Punkt. Dritter Punkt. Es ist so, in meinem Bekanntenkreis und ich glaube auch allgemein anerkannt, dass Jungs meistens ein bisschen aktiver sind in den ersten Prägejahren. Ja, auf jeden Fall bis so zum 6. Lebensjahr, da sind Jungs tendenziell aktiver, haben einen größeren Drang, sich zu bewegen und zu machen. Und das Problem dabei ist, dass Kinder natürlich noch nicht alles so, wir sind ja nicht in der Natur, wo man problemlos alles machen kann und sich austoben kann. Sondern hier gibt es Gläser, hier gibt es Vasen, hier gibt es Tapete, hier gibt es Polster. Ne? Und Jungs machen einfach mehr kaputt aufgrund ihres Drangs, mehr sich zu bewegen und aktiv zu sein. Ne? Mädchen halt nicht so. Jungs wird dann häufiger gesagt, hey, hör doch mal auf, pass doch mal auf. Du kannst doch hier nicht die Vase zerstören. Ne? Und soll ich sagen, der Junge wird immer wieder darauf hingewiesen, dass er nicht gut ist, dass er sich so austobt, dass das scheiße ist. Das ist aber nur scheiße, weil wir in dieser Zivilisation leben, wo es so viel Scheiße gibt, die irgendeinen Wert hat, die eigentlich keinen Wert hat. Und wenn die Natur
gewollt hätte oder wenn die Natur das anerkennt, dass es eine Vase aus der Qigong-Dynastie irgendwie einen Wert hätte, dann hätte die auch instinktiv dem Sohnemann das beigebracht und dann würde die Qigong-Vase nicht umschmeißen. Bloß der Sohnemann, der sieht da so einen scheiß Teil Keramik und haut da drauf mit seinem Ball, weil er denkt, das ist ein Tor. So, und dann ist sie kaputt und dann sagt er, yeah, ich habe ein Tor geschossen. Und das ist natürlich. Und nicht das Rumgeheule, weil die 20.000 Euro wert ist. Ne? Und das ist halt eben die Problematik des Jungen, dass der eben sehr, sehr aktiver ist als das Mädchen in dem Alter und dass der dann halt häufiger gedeckelt wird und sagt, du bist nicht gut und du darfst das nicht und so weiter. Und das hemmt. Und das hemmt natürlich die persönliche Entwicklung. Klar. So, jetzt sind wir bei drei Punkten, die Jungs betreffen, wo die Entwicklung der Jungen gehemmt wird. Und wenn die Entwicklung der Jungen gehemmt wird, dann ist es nicht dasselbe, als wenn man sagt, Mädchen werden eher reifer. Wenn Jungs natürlich aufwachsen könnten, ich denke, die Theorie ist durchaus valide, dass sie genauso schnell reif sind, dass sie vielleicht durchaus anders ticken, ne? Jungs und Mädchen durchaus, also wir sind auch körperlich verschieden, dass es vielleicht auch geistige Unterschiede gibt, möchte ich gar nicht in Abrede stellen, zumindest möchte ich das nicht in irgendeiner Weise jetzt als Thema machen, aber ich möchte definitiv darauf sensibilisieren, dass der Junge in seinem Wachstum viel mehr gehemmt wird, in seinem geistigen Wachstum viel mehr gehemmt wird als das Mädchen und entsprechend auf jeden Fall schneller reifer werden könnte, als es derzeit der Fall ist. Und da kommen wir zu der Rolle der Eltern. Die Rolle der Eltern. Was machen denn die Eltern? Was machen denn die Eltern, wenn die Lehrerin anruft und sagt, hey, das geht gar nicht. Du kannst deinen Jungen doch hier nicht im Kleid mit Blümchen hier und weiß nicht, rosa Ballerinas hier in die Schule schicken. Den lachen die doch raus. So, und dann sagt natürlich das pflichtbewusste Elternteil, ja, das stimmt. Gut, das pflichtbewusste Elternteil, also pflichtbewusst, das hätte den gar nicht in die Schule geschickt, aber vielleicht hat er sich die Sachen selber mal von seiner Schwester rausgesucht. So. Und der sagt natürlich, ja klar, das geht überhaupt nicht so. Und man muss doch die Kinder schützen, kommt dann in der Argumentation mit solchen Elternteilen. Ich hatte die Argumentation oder die Diskussion schon zweimal. Man muss doch die Kinder schützen. Ja, vor was schützen? Vor der Gesellschaft. Okay. Ein Kind darf sich nicht natürlich entwickeln, weil es der Gesellschaft nicht passt. Und dann wundert man sich, dass diese Gesellschaft erkrankt an geistigen Krankheiten wie noch keine Zivilisation vorher, keine Generation vorher, an Depressionen, an multiplen Phobien, an allem möglichen Scheiß. Und dass natürlich sich das auch im Körper manifestiert durch Krebs und andere Sachen. So Stress. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wie Stress zu körperlichen Anomalien führt und was dann auch Krebs auslöst. So, das ist eng miteinander verbunden, Körper und Geist. Ich hoffe, soweit besteht zumindest ein Konsens, weil ich denke schon, dass das Video auch wieder ein paar kritische Kommentare ernten wird. Aufgrund der gesellschaftlichen Konditionierung. Du kannst doch ein Kind nicht in die Schule schicken mit einem Kleid oder ein Junge, der sich halt die Lippen da geschminkt hat. So, und das ist halt das Problem. Wenn man als Elternteil immer wieder den Jungen reinpresst, ihr müsst vorstellen, so ein Mensch, der ist wie so ein Riesenball mit Strahlen, die überall hingehen. Und das ist so ein Riesending, das ich ausprobieren will. So wirklich ein Riesending. Und diesen Ball mit diesen ganzen Strahlen, den presst man in so ein kleines Rohr des gesellschaftlichen Konsenses und den presst man da rein. So, na, das ist doch eine Energie, die da reingepresst wird. Wo soll denn die Energie hin? Huh? Die muss sich irgendwie manifestieren, in irgendeiner Weise, in diesem kleinen Kerl. Und deswegen appelliere ich an die Eltern, dass sie wirklich eine gesellschaftskritische Einstellung an den Tag legen. Dass sie mal darüber nachdenken, was die Gesellschaft für gut und für richtig erachtet. Das fängt bei der Liebe an, das geht über die Arbeit und halt eben auch zu solchen simplen Dingen wie diesem Äußeren. Ne? Einfach mal kritisch hinterfragen, nicht sagen, doch, ich fühle das so. Ja klar fühlt man das so, weil man konditioniert ist. Deswegen fühlen wir, wie wir fühlen. Wir alle haben zum Beispiel nicht kennengelernt, dass man sich frei entwickeln kann in seiner beruflichen Laufbahn. Dass man erstmal Schule und dann Studium und dann Job und dann die Karriereleiter hoch. Und da geht es nur darum, was mache ich.
Aber einfach mal fließen lassen, einfach mal sich ein Jahr Zeit nehmen, um zu schauen, was kann ich denn überhaupt? Einfach mal auch ein Kind nicht zur Schule zu schicken und dem Kind den Freiraum zu geben, selber zu sagen, okay, das und das möchte ich. Oder in eine freie Schule zu schicken, wo es dann auch gefördert wird. Es gibt ja auch diese, Leipzig ist auch die Freilernerhauptstadt. Da werden Kinder sozusagen von den Eltern unterrichtet. Die werden nicht von Lehrern unterrichtet, sondern von den Eltern. Und so, wie es Kinder möchten. Und die Kinder machen genauso ihren Abiturabschluss wie die Kinder, die in einer ganz normalen Schule. Aber sie konnten sich frei entwickeln in der Zeit. So. Und die Kinder sind viel. Ich habe mit solchen Kindern geredet. Du redest wie mit kleinen Erwachsenen. Die sind wirklich gereift. Die sind reif. Und das war auch die Initialzündung, warum ich dieses Video gemacht habe. Die Kinder, mit denen ich mich unterhalten habe, die jetzt in einem Alter sind von ab 12 Jahre, aber auch Abiturienten, die sozusagen ohne Schulbildung aufgewachsen sind oder die von ihren Eltern die Schulbildung richtig eingeordnet haben bekommen. Das heißt, musst halt machen, wir sind jetzt hier in Deutschland und jetzt, sag mal, nicht Gesetze brechen wollten. Diese Kinder, ich rede mit denen und ich rede mit denen auf Augenhöhe. Wenn ich aber mit einem Durchschnitts 12-jährigen, 14-jährigen rede, dann rede ich über Pokémon Go und dann rede ich über YouTube und Julian Bam und keine Ahnung, wie sie alle heißen. Und wobei Julian Bam ist einer der besseren. Ich habe den auch mal geguckt, der ist gar nicht so doof, aber ist nicht Thema. Aber die Menschen, die sich frei entwickeln können, die werden viel schneller reifer. Und ja, und deswegen ganz wichtig für die Eltern, da bewusster zu leben, da bewusst darüber nachzudenken, was ich fühle, ist das Realität? Genau dasselbe mit der offenen Liebe. Ne? Das ist so ein Thema, das jeder sagt, nee, der eine, das ist das Wichtige. Und man ist darauf so konditioniert, dass man da überhaupt nicht das anerkennt, dass man auch mehrere Menschen lieben kann. Ja, das sind so viele Aspekte in unserem Leben, wo wir von der Gesellschaft konditioniert werden. Und auch ich bin noch lange nicht dort, dass ich sagen kann, ich bin frei von der Gesellschaft und ich bin nicht konditioniert. Ein Scheißdreck bin ich. Ich bin immer noch wahrscheinlich zu 70-80% konditioniert in vielen Dingen. Aber ich fange an zu hinterfragen. Und ich sage euch was. Mir geht es immer besser, umso mehr ich hinterfrage. Und das ist egal, ob ich jetzt denke, hey, ich bleibe jetzt bei dem, was ich vorher gedacht habe, oder ich wechsle. Aber ich habe darüber nachgedacht und ich habe das erlebt. Ich habe wirklich Erfahrungen gemacht. Und darum geht's. Und das empfehle ich jeden Eltern, die insbesondere auch Jungens haben. Weil Jungen werden einfach in ihrer Entwicklung die Fakten, die ich genannt habe, die drei Bereiche, nach meiner Erfahrung absolut gehemmt und viel gehemmter als Mädchen. Generell werden alle Kinder gehemmt durch diese große gesellschaftliche Glocke, aber Jungs eben noch mehr. Und dadurch entsteht es eben, dass diese Aussage, Mädchen werden schneller reifer als Jungs. Bewusster leben. Deswegen gibt es auch diesen Kanal, War Spirit. Ja, wenn ihr weiter diesen Input haben wollt, wenn ihr weiter auch mal Schmerzen erleben wollt, indem ich Themen anspreche, wo ihr überhaupt nicht mit resoniert, aber bereit seid, vielleicht das mal anzuklicken und darüber mal nachzudenken, dann abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht schon getan habt. Also, eventuell sind Mädchen wirklich einfach genetisch bedingt schneller reifer, aber eins ist Fakt, Jungs werden gehemmt und Jungs müssen nicht so rückständig sein, wie sie derzeit wahrgenommen werden, weil Jungs einfach nur gehemmt werden. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen angeregt, ich bin gespannt auf eure Kommentare, wenn ihr einen Jungen habt. So lasst ihn sich entwickeln, sich entfalten. Lasst ihn auch gesellschaftliche Konventionen brechen. Und ja, er wird damit anecken. Aber glaubt mir, dieses Unterdrücken dieser Sache führt viel mehr zu viel schlimmeren und viel nicht fassbareren und greifbareren Krankheiten später, psychologischer Natur und auch körperlicher Natur, als dass er jetzt sozusagen ja, ein bisschen Außenseiter ist. Ich kann es an mir selbst sagen. Das Video wird lang, ich sehe das schon. Ich kann es an mir selbst sagen und an dem vielen aus meinem Freundeskreis. Die Menschen, die jetzt wirklich zufrieden leben, wo andere Menschen sich hinwenden und sagen, hey, wie bist du so zufrieden geworden? Wie bist du jetzt so im Einklang mit deinem Leben? Kannst du mir einen Ratschlag geben? Mir geht es nicht so gut, ich habe Burnout, ich habe Depression, ich habe multiple Phobien, ich habe Angststörungen, was auch immer. Diese Menschen waren meist früher im Kindesalter Mobbingopfer. Das waren die Kinder, die sich frei entfalten konnten. Mobbingopfer, das heißt Kinder, die früh gehänselt werden und denen früh was angetan wird, diese haben das größte Potenzial, schneller sich zu entfalten als Menschen, die gesellschaftskonform, die nirgendwo anecken. Und das sollte euch mal zu denken geben. Auch wenn der Junge dann weint und sagt, die haben mich gehänselt.
dann ist es trotzdem sehr wichtig, das zu tun. Und dann auch nicht reagieren und sagen, wenn der Junge weint, du brauchst nicht weinen, du bist jetzt eben nicht gesellschaftskonform, da musst du durch. Ne? Das wäre auch der falsche Schritt. Sondern du musst den Jungen sagen, solltest den Jungen sagen, hey, ist in Ordnung, dass du weinst. Ist vollkommen in Ordnung. Wenn du Schmerzen hast und wenn die Gesellschaft dir wehtut, dann darfst du weinen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Es war ein Herzensthema von mir und ich liebe euch.